Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in keinem anderen europäischen Land, geschweige denn außerhalb Europas, wird über ein einzelnes Waffensystem so gestritten wie in Deutschland. Auf diese Debatte brauchen wir uns nicht einzubilden, auch weil eigennützige und niedere politische Beweggründe den Streit leider anheizen, meine Damen und Herren. Man muss sich schon fragen, ob diejenigen, die diese Debatte befördern, davon ablenken wollen. Und da frage ich mich, Herr Wadefuhl, Herr Kollege Wadefuhl, wo leben Sie eigentlich? Deutschland ist das Land, was hinter den USA am meisten für die Ukraine tut. 28 Milliarden Euro in den letzten zwei Jahren. Und da geht es eben in der Tat, Herr Kollege Wadefuhl, nicht allein um militärische Güter, sondern da geht es um humanitäre Hilfe, um Soforthilfe, um wirtschaftlichen Wiederaufbau, aber eben auch um die Flüchtlinge, die immer noch bei uns in Deutschland leben und die hier Schutz gefunden haben. Und bei diesen 28 Milliarden Euro sind noch nicht mal die privaten Hilfen einberechnet. Und wir sollten doch stolz sein auf die Bürgerinnen und Bürger, die eben den Menschen aus der Ukraine, meistens junge Mütter mit ihren Kindern, die geflohen sind vor diesem Krieg, auch diesen Schutz hier geben. Deswegen brauchen wir doch eine angemessenere Debatte, als nur über ein Waffensystem, meine Damen und Herren, zu streiten. Und wer vielleicht in diesem Haus, aber ich befürchte, nein, wer hat die Menschen, die noch bereit sind, sich der Information zu stellen, denn darüber unterrichtet? Vor wenigen Tagen war der tausendste ukrainische Patient in einem deutschen Krankenhaus aufgenommen worden. In den restlichen 26 Staaten der Europäischen Union waren es 2000. Bemerken Sie den Unterschied, was Deutschland für die Ukraine auch in der Humanität und in der Menschlichkeit letztlich tut. Das gehört auch zu einer Debatte mit dazu. Wir brauchen positive Beispiele, damit der Zusammenhalt in unserer Gesellschaft auch gelingt, meine Damen und Herren. Deswegen, ich glaube, wir sollten uns auf Wichtigeres konzentrieren. Warum sind andere europäische Staaten nicht in der Lage, mehr Mittel nach ihren Ankündigungen bereitzuhalten? Warum ist da drin ein so großer Unterschied zwischen uns? Brauchen wir nicht eine Debatte in Deutschland darüber, dass wir die hier zu uns gekommen sind, die Schutzsuchenden zum Beispiel besser in den Arbeitsmarkt integrieren? Das ist doch eine wichtige Diskussion auch letztlich für uns. Und genau darum, ja, Sie reagieren genau, weil nämlich Ihre kleinteilige Debatte den Herausforderungen nicht gerecht wird. Sie können es einfach nicht, meine Damen und Herren von der Union. Und ich sage auch in Ihre Richtung und vielleicht diejenigen, die sich davon angesprochen fühlen, brauchen wir auch nicht eine kluge Debatte darüber, wie wir die Länder, die den Krieg in der Ukraine anders deuten oder instrumentalisieren, mehr für das Ziel eines Kriegsendes aktivieren? Leider, und das müssen wir doch sagen, außerhalb Europas haben viele Länder einen anderen Blick auf diesen Krieg. Sie sagen, es ist vielleicht durch den Westen verantwortet. Sie reagieren mit Schadenfreude. Andere sagen, das ist das Ende der 500-jährigen westlichen Dominanz der internationalen Ordnung. Damit muss man doch umgehen. Und warum schadet es denn? Warum schadet es diesem Deutschen Bundestag auch mal, diese Fragen zu stellen, wie wir diese Länder überzeugen können, uns in Europa stärker eben von dieser Kriegsfessel auch zu befreien? Und da bin ich bei einem, finde ich, auch Frage, die offensichtlich ja manchmal auch hier schon als Schandfleck bezeichnet wird im Deutschen Bundestag, allein wenn man diese Frage stellt. Ist es nicht an der Zeit, dass wir nicht nur darüber reden, wie man einen Krieg führt, sondern auch darüber nachdenken, wie man einen Krieg einfrieren und später auch beenden kann? Geht es nicht auch politisch um diese Fragen?
Und deswegen sage ich Ihnen auch, das Interview des Papstes mag verstörend, unglücklich gewesen sein in seiner Wortwahl, aber sich für den Papst zu schämen, geht es nicht auch eine Nummer kleiner aus Ihren Reihen? Ich finde, das wird einer angemessenen Diskussion über die Situation des Krieges in der Ukraine nicht gerecht. Und ich finde, auch die Opposition könnte mehr tun, als den kurzen, kleinen innenpolitischen Vorteil zu suchen. Warum reden Sie mal nicht mit Frau von der Leyen, die schöne Bilder, große Ankündigungen macht und die die einzige Lösung vorschlägt, einen neuen Kommissar für Verteidigung nach der Europawahl in Brüssel zu bestimmen? Ist das wirklich der Ukraine hilfreich und angemessen? Oder wen eigentlich beeindruckt es, dass der bayerische Ministerpräsident sich mit einem Marschflugkörper abbilden lässt? Vielleicht Herrn Söder interessiert das. Aber wäre es nicht an der Zeit, Herrn Weber, mit Herrn Weber mal darüber zu reden, sich nicht den Postfaschisten anzubieten für später und den Orbans? Das ist die Frage letztlich auch dafür. Also, meine Damen und Herren, ich finde, manches Maß ist verloren gegangen. Aber ich habe da überhaupt gar keine Bedenken. Auch manches Maß in der Koalition ist nicht mehr dort. Und ich finde, dass dem kein Einhalt geboten worden ist, ist ein Armutszeugnis. Wenn der Regierungschef, der Bundeskanzler, mit Begriffen wie Sicherheitsrisiko oder Unwahrheit belegt wird, dann ist das nicht nur unredlich, sondern ich sage es sehr deutlich, auch bösartig. Und dies gehört nicht in eine parlamentarische Demokratie und schon gar nicht in eine Koalition. Der Bundeskanzler hat von Anfang an der Ukraine beigestanden und die nationale Sicherheit unseres Landes gewährleistet. Beides hat er geschaffen. Und dafür bedarf es auch der Würdigung und der Unterstützung und nicht der Beleidigung, meine Damen und Herren. Und deswegen sehr klar, Zeitenwenden sind nichts für politische Spielernaturen. Gebraucht wird Verstand, Besonnenheit und Klarheit. Und das tut der Bundeskanzler in der Abwägung, die er als Regierungschef hat. Um es noch mal etwas deutlicher zu sagen, damit auch Sie von der Opposition, Herr Wadefuhl, und vielleicht der eine oder andere verstehen, um was es eigentlich überhaupt geht. Im Oktober, da können Sie gerne auch lächeln oder dazwischenrufen, im Oktober 2022 befürchtete die amerikanische Regierung den Einsatz taktischer Atomwaffen im Krieg in der Ukraine. Das sollte uns aufhorchen lassen. Manche waren bereits damals von dieser Möglichkeit, dass sie mitgedacht werden musste. Und wir können dankbar sein, dass im Weißen Haus ein amerikanischer Präsident sitzt, der alle, glaube ich, notwendigen Signale gegeben hat an eben Moskau, dass es nicht zu dieser Gefahr gibt, als viele Zehntausende von russischen Soldaten zurückgedrängt worden waren, eingeschlossen und möglicherweise auch gefährdet waren, dass diese taktische Atomwaffe nicht zum Einsatz gekommen ist. Aber das hat nicht gereicht. Es bedurfte eines Wortes, und das ist ja die Änderung der internationalen Ordnung, aus Peking, des chinesischen Regierungs- und Parteichefs, der das nukleare Tabu noch mal bekräftigt hat. Und wer war an seiner Seite, als dieses nukleare Tabu bekräftigt wurde, um diesen Einsatz zurückzuhalten, einer taktischen Atomwaffe? Es war der Bundeskanzler, der gegen Ihren Willen nach China gereist ist und dieses Gespräch gesucht hat. Und leider gab es auch Zurückhaltung in der Regierung. Deswegen sage ich sehr klar, meine Fraktion, schafft dem Bundeskanzler den Raum für solche besonnenen,
Entscheidungen und für solche auch Besonnenheit in der internationalen Politik, weil dieser Beitrag für die internationale Sicherheit, für die Sicherheit der Ukraine war größer gewesen als irgendeine Diskussion über irgendein Waffensystem, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen nochmal, Zeitenwenden sind nichts für politische Spielernaturen in unserer politischen Debatte. Und das zeigt sich. Genau das ist die Voraussetzung für den Umgang mit Taurus. Der Bundeskanzler hat seine Gründe klar und unmissverständlich geäußert. Es war an der Zeit, der Regierungschef, und das müssen Sie einfach mal akzeptieren, hat alle Kenntnisse, alle Erfahrungen, alle notwendigen Informationen, um abzuwägen und zu klaren Ergebnissen und auch Einsichten zu kommen. Aber was viel wichtiger ist, meine Damen und Herren, der Bundeskanzler trägt die Verantwortung. Er hat hier im Deutschen Bundestag den Amtseid abgeleistet, dass er angemessen handelt, aber nicht zum Schaden der Bundesrepublik Deutschland. Und bitte akzeptieren Sie das und glauben Sie nicht denjenigen, die in Talkshows meinen, sie wüssten es besser, und die da meinen, sie müssten ihre neuen Bücher einfach anpreisen, die sie mal so schnell geschrieben haben. Das ist nicht der Wert für eine angemessene, besonnene Diskussion in der internationalen Politik und der Gefahren, meine Damen und Herren, die dort drohen. Zum Schluss. Ja, bisher war die umfassende Hilfe für die Ukraine unumstritten gewesen. Und gleichzeitig werden wir in den nächsten Monaten die Prüfung dafür ablegen müssen, ob wir nicht in die Fußstapfen anderer Länder treten, die Inneres gegen Äußeres ausspielen. Das ist die große Gefahr. Und deswegen wird der Haushalt eine entscheidende Frage dafür sein, dass wir beides schaffen, die Ukraine zu unterstützen und unserem Land die notwendigen Investitionen zu geben, dass sie die Zukunft schaffen kann, meine Damen und Herren. Vielen Dank.